So, das Eislevel sagst du, wie ich mich da anstelle? Mal gucken. Aber ich mag WarioWare nicht. Das ist nicht mein Game. Der Tanz der Eisblumen. Ja, ich mag WarioWare auch nicht. Ich bin kein Fan von diesen Mikrogames. Also, wenn diese Mikrogames in einem Spiel so zwischendurch mal drin sind, okay. Aber ein ganzes Spiel auf Mikrogames aufbauen, ne, das ist nicht meins. Das habe ich, glaube ich, Wario Land 1 oder? Ja, doch. Was habe ich bei Mappa jetzt gesehen? Das hat schon mal eine schöne Atmosphäre hier. Peach wird jetzt Elsa. Das wird toll! Du springst toll! Und das ist nix. Okay, dieses Gebiet mag ich jetzt schon mal sehr. Bislang. Es gibt einfach so eine gute Stimmung. Finde ich gut. Gute Stimmung finde ich gut. Ich weiß, wie ich mir die Worte machen soll. Ach Quatsch, das gibt schon den ersten? Ist hier irgendwas dazwischen? Nee. Immer volles Geld. Kohlen. Ich habe eigentlich genug Kohle. Ich könnte mal ein bisschen was ausgeben. Eiskunstlaufschau. Winterliche Eleganz. So geht es da lang. Da links ist da auch noch was, wenn ich das richtig sehe. Hier ist Schluss. Oh, das ist doch einer aus Bomberman. Aua, dann habe ich nicht getroffen. Das war auch so alles, ich musste den machen. Hier wäre auch eine Blume geil. Sicher, dass du nichts übersehen hast? Oh, an dem einen Level, wo die Blume das macht im Wonder, ne? Vor allem hat das einen voll verwirrt, weil man nicht mal da suchen musste an der Stelle. Das war voll doof, dass das die Blume immer wieder gesagt hat. Sieh doch die Schau an. Hier kann ich nicht rein. Das sieht aus, wenn ich da noch reinkomme. Die Show ist ein totales Desaster. Sicher, dass du nichts übersehen hast? Ich mag die blaue Blume echt gerne. Aber das war fies. Weil in dem Level habe ich, das war auch eines der ersten Level, in der ersten Welt war es auf jeden Fall. Oh, da habe ich halt voll lange gesucht, um da den Extra-Kram zu finden, diese lila Coin. Vor allem, weil diese Blume das einen voll verwirrt hat, weil das gar nicht da war. Was ist das für ein Schrei? Was geht's hier hin? Gibt's hier noch irgendwas? Ja, komm mit. Ja, ich weiß. Bin ja schon on my way. Majora's. Ja, ne, klingt ein bisschen wie Majora. Hab ich das vorhin nicht auch gesagt? Ne, ich hab einmal Midna gesagt. Als wenn er den Mond ranzieht, ne? Und ja, ich lese nur die wichtigen Dinger oben immer vor. Oh, da ist er drinne. Da ist doch bestimmt noch einer hier, oder? Ja. Der Horror-Kid, ja. Ist das Spiel bisher? Hast du gar nicht geguckt, Chip? Ich dachte, du warst schon da. Es ist ein ganz okayes Spiel. Kommt je nach Theaterstück spaßiger und manche Sachen können halt wiederum nicht so spaßig sein. Ist halt Geschmackssache. Das hier zum Beispiel wirkt bislang recht schön. Aber ich habe noch nicht alles gesehen. Es gab natürlich ein oder zwei Sachen, die ich sage, okay, die sind okay. Aber es gibt halt viele verschiedene coole Sachen. Es spielt sich halt, jedes Theaterstück spielt sich halt anders, ne? Es baut viele Genres ein. Wobei ist es jetzt nicht so, dass es plötzlich zum RPG wird. Noch nicht. Dragon's Dogma 2 hat mich eher gecatcht. Du meinst das, wo sie... Oh, sieht ja schick aus. Ich kenne die ganzen Kostüme. Ich habe mir den gewissen Trailer nicht angeguckt. Ich kenne, tue ich die Trailer nicht. Time to shine. Mit dem Problem... Das ist halt... Dragon's Dogma 2 ist aber ausgeglichen. Hat 40% nur auf Steam.
Ich denke mal, alle meckern wegen den Microtransactions rum. Ist ja voll cool. Whee. Ich glaube, die haben nur das Problem mit den Microtransactions. Ich glaube, das ist das Einzige. Ich habe keine, das Spiel an sich habe ich jetzt nichts gelesen zu. Ich habe mir auch nicht wirklich was angeguckt. Aber zum Spiel kann ich nichts sagen. Jetzt kommt der Band, auf den ihr alle gewartet. Das geht ja voll schnell immer weg. Das kannst du ja gar nicht angenehm vorlesen. Pirouette? Ah, okay, verstehe. Das ist ein Tutorial. Um Ampel. Ja, da. Komm schon schneller. Ah, okay, verstehe. Hab gegettet. Mhm. Ah, okay. Nettel, so eine gute Eiskunstläuferin. Funkel, Pirouetten und Sprung. Das ist irgendwie funny. Zeit für das Finale. Okay, jetzt kommt noch einer. Was sind jetzt noch? Wer ist er denn? Alle, ja gut, alle Masken auf, ne? Aber nur kämpfen oder was? Kann man alles kriegen, Chip, im Spiel ohne Microtransaction zu nutzen? Echt jetzt? Moment, das ist doch irgendwas, oder? Hä? Einfach nur Schaden? Oh, wer ist das nicht? Ah, hier, das ist der Dingens-Typ. Den hatten wir noch gar nicht. Los, gib mir die... Dankeschön! Echt? Okay, das wusste ich nicht. Und das dadurch nur schneller bekommt. Wie geil sie. Guckt euch mal an, wie sie schlittert, so rückwärts. Voll cool gemacht, die Animation. Ich mag das sehr gerne. Da oben ist was. Das ist das letzte Stück. Okay. Ich wollte gerade gucken, ob unten noch irgendwas ist. Au. Wenn ich mal Schaden hier kriege. Also, ich finde die Animation echt gelungen bei ihr. Nein, ich habe was verpasst. Ach, nö. Aber ich kann auch zurück. Vielleicht finde ich es noch. Wenn es denn überhaupt hier irgendwo ist. Wo? Sieht man das vielleicht im Eis, so im Spiegel, gespiegelt? Das muss ja irgendwo hier jetzt gewesen sein. Eigentlich. Auf wo? Ah, warte, hier sind Sterne. Ach, hier, ah, nee, naja, alles gut, ich hab verstanden. Ja. Ich muss hier posen. Ja.
Okay, das kann man aber auch echt schnell übersehen, wenn man nicht auf dem Boden... Das war's nicht. Schade. Aber die Pose habe ich trotzdem nicht gesehen vorher. Ich habe vorher alles geholt, also... Und ich komme nicht zurück. Entweder war das noch vorher irgendwo auf dem Weg hier. Die Kugeln kann man eigentlich nicht weghauen. Hier kriegt man die Schleife. Hier hat's vibriert. Ah. Das ist nur Optik. Weil es gibt noch eine Stelle, wo man das machen kann. Sonst sehe ich aber auch nichts hier gerade. Ja, guck mal, jetzt bin ich aber schon hier wieder. Hä? Das muss doch noch in diesem Weg sein. Ich habe doch vorher alles geholt. Aber wie soll das davor sein? Bevor ich in dieses Gebiet hier gegangen, kann es sein, dass es doch noch eine gab. Schade, weil dann muss ich das Level nochmal machen. Ich sehe sonst keinen anderen Weg hier gerade. Ja, irgendwie sehe ich nichts so. Dann ist es wahrscheinlich doch woanders gewesen und mir fällt es gerade nicht auf. Schade. Ja, gut. Shit happens, muss ich es halt nochmal machen. Denn das ist vielleicht kurz, bevor ich den Abschnitt in diesen Raum hier mache. Da gab es da wohl noch einen. Du kannst ja auch irgendwie aufs Eis, ob da irgendwas spiegelt, aber ich sehe nichts. Schade. Egal, wenigstens habe ich den anderen Eislaufkram sofort gemacht. Hier ist noch so ein Ding, aber das ist zu spät. Weil der... Wenn der mir jetzt den davor gibt, dann ist es aber schon wieder komisch angepasst. Nee, doch nicht, wollte gerade sagen. Das ist mir mit Coins. Dann kann ich mir vorstellen, ungefähr, wo der ist. Wenn der da nicht ist, muss ich nochmal suchen. Ich denke mal, was der Grund ist, AirChip, Leute mögen einfach Microtransactions in Singleplayer-Games nicht. DLC, schön und gut. Aber viele finden einfach, wenn ein Singleplayer-Game rausbringt, soll die Sachen im Spiel sein. Gut, sind sie ja auch. Bei Skins denken die Leute sich das halt auch. Warum kann man die Skins nicht erspielen? Warum muss man, wenn man Skins nur kaufen kann? Die bringen ja keinen wirklichen Vorteil beim Spiel, ein Skin. Aber manche finden es halt doof, wenn man sie nicht freispielen kann, sondern nur kaufen. Au. Ich finde es so cool, die Animation, wie Peach auch immer mal rückwärts läuft und so. Finde ich echt gut cool gemacht. Ist halt schon ein bisschen Liebe reingeflossen in die Animation. Hä, warum zählt das jetzt nicht? So, jetzt. Oh nein, er ist ja wie der Dingens hier bei Ocarina of Time. Wenn du gegen den gewinnst beim Pferderennen. Ich vergesse immer seinen Namen. Talon. Ne, Gorman ist Majora's Mask. Ja, ja, die ist die Animation auch, ja. Also das mochte ich sehr gerne. Das mochte ich sehr gerne. Schade nur, dass ich den einen jetzt verpasst hatte und ich... Ja, muss man gleich mal gucken, wo... Aber weißt ihr, was ich interessant finde? Dass oben links eine 1 steht. Warum 1? Einmal durchgespielt oder heißt das, es gibt noch immer jeweils von allen ein zweites? Hm. Ach, warte, der Abschnitt kam ja auch noch.
Ah, Moment mal, vielleicht hier. Da leuchtet es doch. Da unten, hier. Oh. Ach Mann. Ganz knapp vor dem Abschnitt. Ah, Mike, ey. Got it. Divine. Okay. Dann hätten wir jetzt hier auch die 100% abgeschlossen. Fertig. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for playing my game. Woohoo! Money. Wow, Mike. Habe ich einen verpasst, aber es dauert halt, manche Level dauern halt lange, wenn man sie noch ein zweites Mal spielen muss. Da stimmt doch schon ein bisschen, was Mamigo sagt. Amibro. Dass man vielleicht am besten mit einem Rutsch durch. So, noch einen machen und dann haben wir auch noch ein neues Minispiel, ne? Oh, der hat ja am wenigsten. Warum steht da denn da 2 oben? Ah, nee, das ist Wiederfechten. Das ist überhaupt nicht ein Schwert. Glaube ich. Es gibt, das ist einfach nur Fechten 2. Es wiederholen sich ein paar Dinge. Gib Mod, damit ich Mike timeouten kann. Ey, Viper, da kommt was für dich. Ups. Mach jetzt Overwatch aus. Aus jetzt. Nö. Ah, man startet sofort auch als Fechterin. Diesmal. Interessant. Das Schloss gehört jetzt mir. Ja, ist ein Spukschloss. Das ist was für Viper. Jetzt gerade guckt sie nicht zu. Oder sie ist in der Overwatch-Runde. Nee, nicht Boo. Ja, es könnte jetzt auch schon Luigi's Mansion-mäßig sein hier. Nee, doch keine Boohoos. Hatte ich auch mit gerechnet. Aber es ist auch so ein bisschen... Es hat schon ein bisschen Luigi's Mansion für mich jetzt. Aber cool, dass wir diesmal sofort mit der Fechterin starten. Das ist auch ein kürzeres Level. Anscheinend. Oder es gibt halt weniger von den Dingern hier. Ich verlange nach einem Hasenmod. Nein, ich verlange eigentlich nur, weil das hier ein Spukschloss ist. Und ich weiß, dass sie Boohoo mag. Aber wir haben keine Boohoos bekommen. Auch nur Coins, ne? Ja. Okay. Keine Boohoos. Das Meta-Knight. Wahrscheinlich. Ist das der erste auch? Ja, das hier sind es nur 7. Sonst waren es immer 10. Erste Level, was weniger hat. Auch das erste Level, was noch. Was ein Kostüm, eine Verkleidung ein zweites Mal nutzt. Bin nur müde. Achso, ich dachte, du bist in Overwatch drin, ne? Ist nur für Kohle wieder gewesen? Oh, Geld interessiert mich nicht. Ich will die Kristalle haben. Und runter geht's. Wir fürchten uns so edlich, Fechterin.
Zeigt beide auch immer. Ja, stimmt, das ist Meta, nice. Jetzt weiß ich, warum du darauf kamst. Da schon musst du eine gewisse Anzahl von denen vielleicht besiegen. Das ist jetzt ein... Na doch, okay, ist der zweite. Da geht's weiter. Und hier? Jetzt soll ich nur zurück, naja. Jetzt stellt, wisst ihr, was ich mir jetzt gerade so vorstelle? Peach, diese Art mit diesen Kostümen, RPG, sind Klassen. Ich meine, es gibt RPGs im Mario-Bereich, aber Peach ist da halt leider nie ein Char, den man spielt, ne? Umkämpfen. Gibt's denn hier, gibt's überhaupt eine Schleife hier? Nee, aber es gibt was anderes. Interessant. Ja, nun? Ja gut, in Super Mario RPG ist sie, stimmt. Aber nicht so klassenmäßig, wie ich das jetzt hier gerade meinte. Ein Herz ist da nur. Na, da ist er. Oh, Gott sei Dank, ich hab's gerade noch gesehen. Aber der gibt mir diesmal sowas. Das Level ist komplett anders als die anderen Level. Zweite Mal dasselbe Kostüm. Weniger Kristalle. Und noch eine andere Sache. Keine Schleife. Ich könnte mir eine Sache vorstellen. Dass wir mit der Sache, die wir jetzt kriegen, eine Schleife geht ja auch gar nicht. Weil das Muster können wir ja nicht noch ein zweites Mal kriegen. Vielleicht kriegen wir jetzt die Fähigkeit, dass wir dieses Ding hier überall einsetzen können. Was auch immer mir das bringen soll. Keine Ahnung, ist nur so eine Idee. Das wurde leicht den richtigen kaputt gemacht. Nein, nein, nicht sofort hingehen. Hallo. Gesehen. Okay, einer fehlt noch. Super Peach! Also, das heißt nur Prinzessin Peach Showtime, ne? Ah, nicht Super Princess Peach Showtime, ne? Wie geht der jetzt, ist die Frage. Und rausgeschossen, okay. Habe ich jetzt getroffen oder nicht? Dann muss ich auf mich zukommen und dann springen, ne? Und dann von oben oder was? Ah, okay. Das ist gemacht. Ah, die machen das extra so, dass ich nicht. Ah, okay. Ist ja schon wie ein Boss hier. Also ein richtiger Boss. Bisschen mehr als die anderen Bosse. Ja, so, moin. Alles klar. Ja, das geht aber nicht. Wenn ich das so mache, ich muss drüber springen, sonst treffe ich gar nicht. Hopp. Ist wahrscheinlich dreimal treffen, ne? Sie könnten aber aus dieser Art von Spiel vielleicht auch noch was Schwereres machen, ja. Ein paar Sachen. Mal gucken. Ich bin halt echt gespannt, ob es irgendwie mehr raus wird noch. Ob sie noch irgendwie mehr aus Peach machen. Ich glaube, da achten sie halt wirklich drauf, wie die Verkaufszahlen sein werden. Oh, das fand ich zu früh, glaube ich. Ich hoffe, die Verkaufszahlen werden aber nicht schlecht werden. Aber zumindest angenehm. 1 bis 3 Millionen. 2 bis 3 Millionen sehe ich da schon. Okay. 100%. Warum macht der Geist Motorgeräusche? Thank you very much.
Thank you very much. Nehmen wir so ein, was ist das, ein Abzeichen? Stella. Ach so, für Stella. Ah, wir können Stella jetzt verkleiden als Fechterin. Okay, dann, nee, daran habe ich gar nicht gedacht. Auch gut. Kann Stella eine kleine Fechterin sein. Aber das Level war jetzt natürlich ein bisschen kürzer dann, ne? Da haben wir jetzt auch nicht insgesamt 40 bekommen an Sternendinger da. Dunkel irgendwas, sondern 37. Mach Stella hübsch. Ja, ich kann gleich mal gucken, wie das aussieht. Bin auch mal neugierig. Danke, den Fechtfunkeli haben wir zwar nicht gefunden, aber im Theaterstück ist jetzt wieder alles normal. Den Fechtfunkeli. Doch, ich hatte recht, vielleicht. Doch. Ich dachte, wir haben ihn nicht gefunden. Was denn nun? Oh, die Funkeli-Seele des Fechtfunkelis. Was? Ich habe gehört, dass Funkeli-Seelen nur darstellen, anvertraut werden, die Hauptrollen spielen. Ist ja toll, Peach. Das bedeutet, dass du in Besitz der Fechterseele bist. Kann mich jemand hören? Das kommt doch aus dem Keller. Sehen wir sofort nach. Gibt's noch was extra oder was? Ich glaube, die wollten. Naja, die. Mirai wird's vielleicht spielen, aber Vips interessiert sich gar nicht für das Game. Die wird's, glaube ich, nicht selber spielen, hat sie ja vorhin gesagt. Gut, wenn es ihr geschenkt wird, vielleicht schon. Ja, es hat wirklich so ein bisschen, wie gesagt, Luigi's Mansion-Vibes. Normalerweise sieht das im Keller nicht so aus. Oh, wir können jetzt bestimmt mehr sehen als vorher, weil du dich der Fechterseele als würdig erwiesen hast. Also muss ich jede Seele auch kriegen. Hallo? Kann mich jemand hören? Es kommt von dort. Lass uns nachsehen. Ups. Das denn? Kann ich mal den zweiten Boss machen? Schick mich ganz woanders hin. What happened now? Aber gut, das ist wahrscheinlich ein bisschen Tutorial-Kram hier, kann man sagen. Danach, bei den nächsten wissen wir dann Bescheid. Wir sind auch sofort wieder eine Fechterin, okay. Schon wieder. Auf dieser Bühne ist ja alles ganz durcheinander. Sieht nicht aus wie eins unserer Stücke. Oh, man kann ja wieder drei Sachen ein. Ah, jetzt steht auch eine 3, weil das dritte Level ist. Der Fechterseele, okay. Gruselige Stimmen, schauen wir nach. Aber wir ja mal gucken, wie ich das mache mit dem Spiel. Ob ich das mal viele Stunden am Stück spiele oder. Oh. Nächstes Mal halt vielleicht ein bisschen, nicht mal 4 Stunden oder 5 am Stück. Sondern irgendwie so 2. Kann man ja auch irgendwo mal schön ranhängen. Nee, 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 Mirai, das kannst du knicken. Ganze Nachwehr ist sicherlich nicht durchzocken. So wichtig ist es nicht, dass ich das jetzt in einem durchziehen muss. Das Game könnte man locker in einem durchziehen. So storytechnisch. Aber 100% wird schwerer. Wäre auch sogar möglich. Wahrscheinlich. Aber knapp. Au. Ich frage, ob das Spiel später doch noch ein paar schwere Sachen kriegt oder nicht. Bin mal gespannt. Klar, ich habe einmal auf die Mütze gekriegt, weil ich gesagt nicht wusste, wie es weitergeht da, aber an sich schwer war es jetzt nicht. Ein bisschen doof angestellt dort. Ich brauche Hilfe. Wo war einer Dingens? Einer noch, okay. Was ist denn hier noch? Ach, stimmt. Einen kriege ich schon wieder so ein Ding. Was kriege ich denn jetzt nochmal?
Wir haben doch schon das eine Teil gekriegt, die Seele. Und für Stella jetzt Kostüm, kann man sagen. Frage, was wir jetzt noch kriegen. Ah, das ist der, okay. Es ist der Fechtfunkeli. Okay, aber was bringt mir das genau? Warum soll ich den kriegen? Dein Kostüm, wer bist du? Und ist das Stella? Sei vorsichtig, denn es hier ist es sehr... Oh, da ist der King. Ich besiege euch im Namen von Frau Grape. Okay, Timing gefragt. Gegen die Wand geklatscht. Hat nicht geklappt, der erste, okay. Muss man jetzt fünfmal treffen oder wieder dreimal? Okay, ich hätte stehen bleiben müssen. Da wo die Linie ist. Hat jetzt dasselbe ein wie eben der andere Gegner. Das war knapp. Oh. Ich dachte, ich hätte es versaut. Habe ich nicht. Okay. Hervorragend. Rundrunde mit dir. Und wieder 100%. Ein 1 Level. Danke für die Rettung. Wir müssen fliehen. Also Animation und so hat's ja alles, ne? Ich frage mich manchmal, man könnte aus das, was sie hier alles hier reinbauen, so viel mehr wahrscheinlich noch rausholen. Ach, mehr? Okay. Mehr Farbschleife. Muss ich gleich mal angucken. Wir kamen jetzt nicht dazu. Ich finde, man kann echt vieles da rausholen. Also ich muss sagen, Goodfeel macht hier einen good Job. Die sollten öfter was für Nintendo machen. Finde ich zumindest. Weil was sie das Spiel hier machen, ist ja nicht ihr Verdienst im Sinne von, wie es aufgebaut ist am Ende. Das ist wahrscheinlich nur ein Auftrag, an den sie hier nachgegangen sind. Aber ich mag die Animation sehr gerne. Wer hätte gedacht, dass sich die Funkelis in ihren eigenen Theaterstücken gefangen halten würden? Wir können sich auch alle anderen Funkelis retten, indem wir die Schurken aus ihren Stücken vertreiben. Ich danke euch beiden, dass ihr mich gerettet habt. Die Schurken haben mich meiner Kraft beraubt und eingesperrt. Nun kann ich endlich wieder andere beschützen. Doch erlaubt mir zuvor, erneut meine Dankbarkeit auszudrücken. Also sagen, das hier ist ein Feel-Good-Game. Gehen wir zurück in den ersten Stock. Also ich finde meine Wortwitze besser. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 10 Funkelis sind's. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun, ne? Oder geht das später Schlag auf Schlag?